Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW Season of Discovery hier am Stissel und ja, warte mal. Ah, okay. Versuchen hier mal kurz reinzugehen. Wir sind nach wie vor hier stehen geblieben. Silberblatt. Jo. Wir nehmen das mal mit. Ah, ist cool, dass man mittlerweile mehrere Dingens tragen kann. Okay. Schreien der schlafenden Flau. Das ist ja voll geil. Boah, ich liebe solche Geheimwege in WoW, ne? Das als Kind damals war übelst big. Das als Kind war damals so big, ne? Ohne Witz. Was macht er denn hier? Wie geht's denn so, Mann? Jump. Was? Jump into Thunder Ridge? Fizzles Klaue. So, ja. Oh. Ein bisschen viel, ne? Ein bisschen viel Fall-Damage. Aber alles noch im Rahmen. Da hinten ist eine Friedensblume, die holen wir uns. Die holen wir uns, die holen wir uns. Das lädt immer noch auf. Ja, wahrscheinlich hätte man den jetzt gar nicht hier ich bin außer Reichweite. Killen müssen, aber ist jetzt auch kein Problem. Alles gut. So, Friedensblume haben wir. Und dann laufen wir da hinten hin. Und ja, das, ja. Das cutte ich jetzt auf jeden Fall raus. Dann. Huch. Was war das denn? Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich auch wieder, wenn wir da am Ziel sind. Kurz noch hier einmal checken, was es hier so Schönes an Bergbau gibt. Kupfererz, zack, zack. Auf ganz entspannt. So, und dann würde ich sagen, wir laufen einmal hier rum. Sehen wir uns gleich. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier. Bruce, Willis, laden wir mal in die Gruppe ein. So, weil ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt genau hier lang müssen. Angesenkte Schuppe droppen die ja auch tatsächlich. Sind wir hier überhaupt richtig oder müssen wir hoch? Warte mal, ich laufe mal kurz hoch. Ich laufe mal kurz hoch.
Es kann sein, dass wir hier gar nicht richtig sind. Ja, die spawnen einfach direkt wieder. Kann sein, dass wir da oben hin müssen. Irgendwo hier hin. Fizzle Darkstorm. Notfalls können wir halt runterspringen. Keine Ahnung. Mein Gott. Hallo, meine Fresse, ey. Kommt da einfach nicht hoch, der Kollege. Können wir das hier eigentlich überhaupt noch nehmen? Hier bereits bekannt. Okay. Das ist zu weit entfernt. Wir machen es einmal hier mit. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist doch noch irgendwas. Kupfervorkommen. Ah, okay. Also, das haben wir ja hier. Der Kollege ist auch direkt wieder rausgegangen. Der hat gar keinen Bock. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Er ist ja tatsächlich auch nicht so gruppenfreundlich irgendwie, ne? Inventar ist voll. Vom Gefühl her. Ach du Hei, natürlich hängt der jetzt hier rum. Ich würde sagen, wir laufen einmal hier lang. Und wir müssen jetzt natürlich auch irgendwie wieder hier rauskommen. Das heißt, ich würde sagen, wir laufen einfach mal. Blitzechse, Donnerechse. Wir sind auf jeden Fall hier stabil unterwegs. So, dann laufen wir. Laufen wir, laufen wir, laufen wir. Die and spawn. At the Spirit Healer. Okay, ah, okay, okay, okay. Also, wir sollen uns hier also killen lassen. Können wir natürlich sehr gerne machen. So, dann kill uns einmal. So, respawn at the Spirit Healer. Zack, jetzt haben wir auch direkt schön 2 Minuten hier den Debuff. Auf ganz entspannt.
Söllele, Wind in der Wüste, Wind in der Wüste. Hey, wie geht's euch so? Nehmen wir den mal an. Sack Vorräte. Hier müssen wir jetzt hier suchen, scheinbar. Der ist hier am Start, der Kollege. Da haben wir doch direkt einen Sack. Können wir direkt schon mal nehmen und looten. Also es wird auf jeden Fall jetzt heute hier mal eine kürzere Folge. Ich hoffe, das ist aber nicht... nicht weiter schlimm. Denn wir haben heute... tatsächlich nicht so viel Zeit. Ich mache noch so 5 Minütchen oder so. Und dann soll es für heute auch schon gewesen sein. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ah, ich trottel. Ich trottel, ich trottel, ich trottel, ich trottel. Da habe ich aber mies reingeschissen gerade. Inventar ist voll. Man hätte aber auch nichts Wichtiges. Ruf des Feuers, Reagenzienbeutel. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt rein müssen. Maybe. Moin, moin, hier ist eine Truhe. Ich muss näher ran. Können wir mal aufmachen? Ich glaube nicht, dass wir hier rein müssen. Ich kann nicht mehr tragen. Boah, Erdwurzel. Okay, wir sind hier falsch. Scheiße. Sack Vorräte, einen brauchen wir noch. Aber wir sind hier leider, leider Gottes falsch. Oh, die können wir noch auf... ganz entspannt kloppen hier. Zack, dann einmal so. Einmal so. Und jetzt haut der schon ab. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Zack, und dann können wir da einmal zurück. So, ja. Würde ich sagen, laufen wir hier einmal kurz rein. Ich musste ganz kurz was gucken. Da hinten haben wir den letzten Sack. Inventar ist voll. Ja, Inventar ist voll. Das ist super. Obwohl wir schon... ja, ist halt das Gefarme, ne? Das haben wir halt immer gehabt irgendwie. Dieses Gefarme kloppt dir komplette Taschen zu. Das ist geisteskrank.
Würde ich sagen, laufen wir kurz zu dem zurück. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Eine relativ kurze Folge, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt auch die letzte Folge war auch irgendwie halbe Stunde, obwohl die eigentlich gar nicht so lang gehen sollte. So, euch will ich eigentlich gar nicht jetzt so am Arsch haben. Um ehrlich zu sein. So, einmal hier rum. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt Level 12. Haben hier unsere ersten drei Talentpunkte drin. Allerdings noch relativ useless, würde ich sagen. So, aber wir sprechen mal mit dem. Zeit ist Geld. Bleib sauber. Und das brauchen wir scheinbar nicht. Und ja, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für die Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo nicht vergessen. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, wenn ihr wollt, dass das Projekt bestehen bleibt, dann natürlich da auch gerne supporten. Da sehe ich, euch gefällt das und ihr habt Bock drauf. Und dann kommt natürlich auch umso mehr. Und ja, in dem Sinne, liebe Leute, haut da rein. Euer Zaronos. Ciao, ciao.